Ja, jetzt bleibt mir noch ein bisschen was aus unserer Sicht des Zukunftsrats Hamburg zu sagen. Vielleicht erstmal vorweg, weil die meisten werden den nicht kennen. Der Zukunftsrat wurde 1996 in Hamburg gegründet. Und zwar deshalb, weil die Stadt Hamburg mal die sogenannte Aalborg-Charta unterzeichnet hat, mit der die Stadt sich dazu verpflichtet hat, eine nachhaltige Stadtentwicklung zu betreiben. Dazu gehört natürlich auch der Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Wir haben heute über 100 Vereine und Verbände, die bei uns Mitglied sind, auch Unternehmen. Die bekanntesten, denke ich, in Hamburg sind Butnikowski und Vollkornbäckerei Effenberger. Aber wir haben auch Naturschutzvereine dabei, wir haben Sozialvereine dabei im weitesten Sinne. Ja, und wir haben natürlich die Funktion, immer wieder Kritik zu üben, immer wieder zu der Stadt auch ein bisschen auf die Finger zu schauen, ob da eigentlich die richtigen Dinge eingetütet werden. Und natürlich teilen wir die Klimaschutzziele, wie sie durch die Stadt Hamburg definiert werden. Allerdings muss man dazu sagen, das würde, wenn man es wirklich realisieren wollte, bedeuten, dass ein durchschnittlicher Hamburger, der heute noch 10 Tonnen CO2 jährlich emittiert, dass in Zukunft nur noch eine Tonne emittieren sollte. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie mit Ihrem ganz normalen Mittelklassewagen ein Jahr lang durch die Gegend fahren, dabei 10.000 Kilometer fahren, haben Sie schon 2 Tonnen emittiert und haben dann noch nicht mal sich gekleidet, haben noch nicht gegessen und sind noch nicht in den Urlaub gefahren. Es stellt sich also die ganz dringende Frage, wie wir das gemeinsam in der Stadt so organisieren können, dass wir diese Ziele auch wirklich erreichen können. Das heißt, Sie als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten im Sinne nachfolgender Generationen und auch im Sinne der Erhaltung der Umwelt, im Sinne der Erreichung des 2-Grad-Ziels. Das ist ein Punkt, den wir momentan mit den bestehenden Konzepten, wie sie bekannt sind, noch nicht sehen, weil die Stadt nämlich die Gelder zusammengekürzt hat, die normalerweise dafür oder ursprünglich mal geplant werden, alles das zu betreiben, was man im weitesten Sinne unter Bewusstseinsbildung, Umweltbildung und so weiter versteht. Und das ist natürlich etwas, was wir total kritisch sehen, weil ich glaube, Umweltschutz und Klimaschutz ist nicht eine Frage technologischer Problemlösung in erster Linie, sondern ganz klar eine gesellschaftliche Aufgabe. Und ich finde, da gehört einfach dazu, dass man die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt mit einbindet. Das ist sozusagen unsere Position als Zukunftsrat. Da sieht man schon, wie vergänglich alles ist. Die ersten Dinge krachen schon zusammen. Ich möchte es nicht als böses Omen sehen. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, also es kommt auf die Menschen in dieser Stadt drauf an, dass die da ihren Beitrag auch leisten. Und ich wünsche mir sehr von dieser Stadt, dass sie ihrem Ruf als ehemalige Umwelthauptstadt Europas gerecht wird und stärkeren Fokus darauf legt. Ich würde da gerne noch mal nachfragen, gerade weil Sie jetzt diese Steilvorlage geliefert haben. Wir haben ja eigentlich immer so die angenehme Vorstellung, dass wir eine nachhaltigere und klimabewusstere Zukunft haben werden, wenn wir weniger fossile Energien verbrauchen und mehr Windräder haben und mehr Biomasse und mehr irgendwas. Das, was Sie eben gesagt haben, würde ja deutlich machen, das alleine reicht ja wohl nicht, weil dieses Ziel von 10 bis 20 Tonnen CO2 pro Kopf auf 2 oder 1 zu reduzieren, würde ja etwas beinhalten, worüber Politiker so ganz ungern sprechen, oder? Können wir jetzt aber mal die Gelegenheit nutzen, darüber zu sprechen? Wir müssen ja mal Vorstellungen haben, was bedeutet das denn? Weniger Urlaub, weniger Autofahren, weniger Ananas, weniger Papaya, weniger Mango, weniger alles das. Ist das überhaupt denkbar, dass man das durchsetzen kann? Also ich halte das natürlich nicht nur für denkbar, sondern absolut notwendig. Das, was man immer so schön abstrakt und theoretisch als Kulturwandel bezeichnet, ist meines Erachtens etwas, worum wir nicht drumherum kommen. Wir müssen uns ganz ernsthaft darüber Gedanken machen, was mit unserer Art und Weise zu konsumieren beispielsweise nicht in Ordnung ist. Denn wir konsumieren die ganze Zeit auf Kosten endlicher Ressourcen. Und das ist natürlich eine Sache, die auf Dauer nicht tragbar ist. Also wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und das kann ja auf Dauer überhaupt gar nicht gut gehen. Und das, worauf Sie gerade angespielt haben, ist natürlich etwas, was man normalerweise, gerade wenn es um auch Wirtschaftsunternehmen geht, die ja darauf ausgerichtet sind, immer mehr Produkte, immer schneller
Produkte herzustellen, immer mehr Produkte auch zu verkaufen. Dieses immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter ist einfach kontraproduktiv an dieser Stelle. Und da müssen wir uns, glaube ich, über kurz oder lang ernsthafte Gedanken darüber machen, über die sogenannten Grenzen des Wachstums sowieso. Das kann so nicht weitergehen. Das weiß jeder, der sich die Wachstumsraten anguckt, also ein bisschen Zeitung liest, der merkt, wie künstlich dieses ganze Antreiben weiterer Wachstumsraten sowieso schon ist. Das kann ja einfach nicht gesund sein auf Dauer. Und ich glaube, da müssen wir uns doch ganz ernsthaft nochmal an die eigene Nase fassen und uns auch überlegen, was ist unsere Aufgabe als Konsument, als Verbraucher, als Wähler und Wählerin, dort mal einen Beitrag zu leisten, weil ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle sowohl Politik als auch Wirtschaftsunternehmen nochmal so einen kleinen Anstoß braucht. Jawohl, ihr sollt euch anders entwickeln. Wir brauchen einen Kulturwandel. Das können wir nur gemeinsam stemmen. Die Richtung ist relativ klar, in die es gehen muss. Und das können wir alles nur gemeinsam bewerkstelligen. Genau, Applaus dafür. Aber es gibt ja in diesen Diskussionen immer ein Aber. Wie machen Sie das denn jetzt den Leuten schmackhaft? Wenn das richtig ist, dass man sagt, es ist damit nicht getan, dass wir halt ein bisschen energieeffizienter werden, sondern es geht substanziell um weniger. Wie kann man den Leuten, Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt erklären, dass es viel toller ist, wenn man weniger hat, als wenn man mehr hat? Also zunächst mal gilt ja nach wie vor, dass der Klimaschutz die spezielle Aufgabe hat, eben auch die Energiewende. Sie haben angesprochen, die aktuelle im Vordergrund stehende Diskussion über mehr erneuerbare Energien, über Effizienzsteigerung in der Energie- und Wärmeproduktion und so weiter. Aber auch die Energiewende, die sozusagen jetzt das Feld so ein bisschen übernommen hat, politisch aus nachvollziehbaren Gründen, Ausstieg aus der Atomenergie, muss natürlich klimaverträglich gestaltet werden. Insofern ist der Aspekt, den Sie angesprochen haben, wie kann man sicherstellen, dass bei Effizienzsteigerung und Steigerung von erneuerbaren Energien der eigentlich zentrale Punkt in der Frage Ressourcen und Klimaschutz nicht außer Acht bleibt, nämlich die Einsparung und nicht sozusagen der Nichtverbrauch von Ressourcen. Das ist, wenn Sie mich jetzt als Vertreter des Senats ansprechen, natürlich ein bisschen kompliziert, weil es nicht Aufgabe der Politik ist, den Bürgern zu sagen, wie sie sozusagen ihren Lebensstil organisieren sollen. Da kommt man schnell an Grenzen. Wenn der Senat sich dazu aufraffen würde, würde das wahrscheinlich ein nicht besonders positives Echo im Großteil der Medien geben. Also ich finde, das ist eine Diskussion, die man führen muss. Wir haben auch speziell im Klimaschutzkonzept und auch künftige Masterplan natürlich das auf der Agenda. Wir haben nach wie vor Projekte in Schulen. Wir werden in Zukunft zielgerichteter, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, also zielgruppenorientiert mit bestimmten Altersgruppen, Berufsgruppen etc. über diese Dinge sprechen, auch natürlich als Verwaltung. Aber dieser, sagen wir mal, Bespaßungsaspekt mit immer neuen Green Capital, IBA und sonstigen Kongressen und Aktionen, Bewusstseinsveränderung zu machen, das hat, glaube ich, das war wichtig. Da haben wir viel geleistet in Hamburg und es wird in der nächsten Zukunft darum gehen, das etwas runterzufahren und wirklich bei den Menschen auch anzukommen. Und das ist nicht so einfach, wie wir es uns jetzt hier so machen vielleicht. Aber Frau Schindler hat eine Idee. Na, natürlich habe ich tausend Ideen, dafür würde jetzt die Zeit heute Abend nicht reichen, aber ich wollte doch noch mal ganz kurz erwidern, dass ich es durchaus für die Aufgabe auch der Stadt und auch der Politikerinnen und Politiker halte, wenn sie eine politische Strategie entwerfen, die darauf hinausläuft, das Klima in Hamburg zu schützen, dass sie dann auch dafür sorgen, dass es umgesetzt werden kann. Und das hat gar nichts mit Bevormundung von Bürgerinnen und Bürgern zu tun, sondern einfach auch mit Information, mit Einbezug, mit Partizipation und viel mehr. Und den zweiten Punkt, den ich noch dazu nennen möchte, ist natürlich, sich auf Klimawandel und Klimaschutz einzustellen, bedeutet nicht notwendigerweise immer Verzicht. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, die Verbraucherzentrale in Hamburg beispielsweise hat ganz hervorragende Informationen auf deren Website stehen, mit denen Sie vertraglich regeln können, wie Sie zum Beispiel mit Ihrem Nachbarn gemeinschaftlich einen Rasenmäher nutzen. Nicht jeder von uns braucht jeweils einen Rasenmäher, um seinen Rasen zu pflegen, sondern es könnten ganz neue Formen von Nachbarschaften entstehen. Ich sage Ihnen, da passieren ganz tolle Nachbarschaftsfeste. Ich kann Ihnen versprechen, das bringt unheimlich viel Spaß und es braucht nicht jeder bestimmte Produkte jeweils einmal, sondern man kann sich viel teilen, man kann recyceln, man kann tauschen, man kann nutzen statt besitzen und all diese Schlagwörter, die finden Sie auch im Netz und ich kann Sie nur ermuntern, so wenn die Stadt Hamburg Sie dort schon allein lässt, gehen Sie ins Internet, informieren Sie sich und unterstützen Sie solche Initiativen, es lohnt sich und bringt wahnsinnig viel Spaß, das verspreche ich Ihnen.